Glaubt es oder glaubt es nicht? Aber ja, wir sind wieder hier zurück bei Dragon of Destiny. Ja, ich weiß, das Spiel ist natürlich schon längst abgeschlossen, aber auf Wunsch des Entwicklers sollte ich quasi nochmal ein, zwei besondere Quests erledigen, jetzt wo wir quasi die Hauptstory abgeschlossen haben. Und zwar die Quest mit den Patronen. Und dann nochmal so eine Quest, ich sag mal, sich etwas mit Glühwürmchen zu tun. Aber erstmal widmen wir uns auf jeden Fall in dem zweiten Bonus-Part von Dragon of Destiny. Der Quest mit den Patronen, weil das wohl eine ziemlich besondere Quest ist und es wäre ein bisschen schade, die nicht mitzunehmen. Und deswegen werden wir die auch nochmal machen. Und diese Frau hier ist neu, ich habe mit der auch schon geredet. Angeblich, geht aus der Höhle wohl jetzt irgendwie so eine komische, so befindet sich in der Höhle so eine Art komische, ja, Energie, Macht, was auch immer. Und sie will, dass sie also auf uns aufpassen. Und das versuchen wir natürlich auch. Das war ja diese Höhle, wo hier damals die Banditen waren. Und komischerweise sind hier jetzt Schleime, die vorher nicht waren. Interessanterweise. Aber, ganz ehrlich, so overpowered, wie wir ja mittlerweile sind, da müssen wir ja von nichts und niemand mehr Angst haben. Tja, lang ist's her. So, jetzt frage ich natürlich... Oh, der Höhleneingang, der war vorher nicht auf, oder? Der ist neu. Dann gehen wir aber natürlich mal rein, würde ich sagen. Aha, was haben wir denn da? Über diesem Sockel befindet sich eine Eiskugel. Und diese Statue hat eine Art Eiskugel in der Hand. Genau wie die. Dieser Sockel ist leer. Ich werde die Eiskugel benutzen. Ja, geil. Und dann nur hier, ne? Aha! Tja, dann gucken wir jetzt tatsächlich weiter. Oh Mann, und ich dachte, es wäre würde jetzt leicht werden. Nee, das wäre jetzt zu leicht. Sammeln wir doch ein bisschen erstmal die Dinger hier ein. Was ist denn das da? Eine Barriere wahrscheinlich. Das sieht mir nach einem Rätsel aus, wo man alle Schalter betätigen muss, ohne einen, der bereits betätigt wurde, erneut zu betätigen. Ja. Okay, ich wollte es mal ausprobiert haben. Oh, das ist aber nicht so gut. Ich will eigentlich schon mal von vorne anfangen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Jetzt aber. So, mal kurz überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ich habe schon verkackt, kann das sein. So schwer kann das wohl nicht sein, hier, was soll das? Aber ist es... Nee. Ich muss ja... Guck mal, ich kann das ja auch so machen. Ist eigentlich ganz einfach. ist es nicht. Stimmt, da war ja was. Aber ich schau mal. Lass mich nachdenken. Nee, so wird das bestimmt nichts. Ich versuche mal von hier jetzt. Nee, das wäre natürlich alles zu einfach. Nee, da wird das ja auch nicht aufgehen. Wenn ich von hier beginne, dann da, dann so. Dann so. Okay. Dann ist ja das Wasser im Weg, das ist das Blöde. Warte mal. Ach, die kann ich verschieben. Da steht was.
Vier Rätsel müsst ihr bestehen, dann werden die Barrieren vergehen. Um durch das Tor zu schreiten, solltet ihr die Kugel in die richtige Reihe schalten. Okay. Ich muss mal raus. Denn ich nehme an, ich muss die Felsen erstmal da in die Löcher schieben. So. So. Einmal rein mit dir. Da ist die erste Barriere auch schon weg. Das war wohl Rätsel Nummer 1. Ne, den muss ich da erstmal ein bisschen wegschieben. So. Dann wäre das das. So, dann einmal da. Da muss ich wieder darum. Das wäre Rätsel Nummer 2. Ja, das dritte Rätsel ist ja natürlich das mit den Schaltern, aber was soll denn das vierte sein? Gut, da glitzert noch was, aber das ist wahrscheinlich nur, ja, nur sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder irgendwie so ein geheimer Weg hier der Schlüssel zum Sieg dann ist, eventuell. Ich gucke erstmal. Aber vielleicht kommt die Antwort ja wie von selbst, wenn wir das dritte Rätsel gelöst haben. Aber ich gucke erstmal. Nee, da sehe ich momentan noch nichts, was uns weiterhelfen könnte. Dann muss das wohl ja irgendwie hier funktionieren, aber wie? Oh, ach so, ich verstehe. Da muss aber. Okay, ah. Wie? War das jetzt richtig? Oder war das jetzt. Oder musste man das einfach nur alle aktivieren? Na gut, auf jeden Fall, das haben wir schon auch gelöst. Jetzt steht es dann nur noch das schwierigste Rätsel bevor. Das hier mit den Schaltern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man musste sie einfach nur alle betätigen. Und nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich könnte eine Lösung haben. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, 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 so. So, so, so! Habe ich es nicht alle betätigt? Oh nein, natürlich nicht. Da oben fehlt noch der. Oh nein. Und ich habe schon gedacht, das war's. So, dann versuchen wir es doch noch einmal. Verkackt. Jetzt habe ich den Masterplan schlechthin. Okay, vergesst es. So, nochmal. Das ist schon ein bisschen kniffliger hier. So, genau. Hier kann man jetzt zum Beispiel raus. Das ist ja kein Problem. Aber da in der Mitte diesen einen da zu erwischen, ohne dann wieder einen anderen zu betätigen, das ist irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen unmöglich. Aber ein bisschen schon. Okay, dann machen wir mal Folgendes. So. 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 So, so. Weißt du was, ich schalte die erstmal alle aus. Das irritiert mich jetzt nämlich ein bisschen. Mit dem Lichter. Kann ich manchmal gar nicht sehen, welche ich schon betätigt habe und welche nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, das sollte auf jeden Fall erstmal so klappen. Wunderbar. Wieder eigentlich aktiviert. Oh Mann. Ist es denn wahr?
Wie soll es funktionieren? Können wir das bitte erklären? Nee, das geht schon wieder nicht auf. Weil ich da jetzt nirgendwo wieder raus kann. Kann doch nicht so schwer sein. Aber ist es wahrscheinlich. Ja. Nee, das geht auch wieder nicht. Lass mich mal nachdenken. Ich muss nachdenken. Nee, das kann so auch nicht gehen. Nee. Selbst wenn ich jetzt wieder hier gehen würde. Jetzt spielt es ja keine Rolle, ob ich dann nach oben gehe oder seitwärts. Da würde ich so oder so wieder einen Schalter betätigen. Es geht nicht auf die Strategie. So, da, da, da. Das geht bestimmt ganz einfach. Ich schaue mich jetzt hier wahrscheinlich wieder nur so blöd an. Ich das hier immer so mache. Ich hätte jetzt aber tatsächlich die Idee. So, jetzt haben wir mal diese ganzen da um die Mitte quasi betätigt. Jetzt können wir einmal hier, ne? Einmal da. So ganz einfach, zack. So, und diese Stelle, wo wir dann nicht passieren können, die betätigen wir einfach als letztes. Na also, was sagt man dazu? Direkt beim ersten Versuch. So, dann, jetzt wo wir die vier erledigt haben, können wir direkt da durch. Oder nicht? Hallo, hallo. Oder muss ich den Fahrer nochmal aktivieren? Also ich komme da nicht durch, ne? Gerade. Oder muss ich die jetzt nochmal extra aktivieren? Ah, okay. Sag das so. So. Da ist ja alles klar. So, jetzt aber bitte. Ja, wunderbar. Na, was seid ihr denn für Dinger? Da spiele ich keine Rolle. Ich umgehe euch so oder so. Denn ich habe mich anderen wichtigeren Zeitgenossen zu widmen, nämlich den Patronen. Beziehungsweise der Wächter da, der mich wahrscheinlich nur durchlässt, wenn ich den besiege. Aber mein Gott, wir sind hier sowas von overpowered. Ja, da habt ihr sowas von keine Chance gegen uns. So, was war nochmal effektiv? Level 7, Level 8. Ja, Eis wird wahrscheinlich hier nicht so gut sein. Deswegen mache ich mal das. Ach ja, der gute alte Energiestoß. Ich habe schon fast vergessen. Ja, wunderbar. Drei Schadenspünktchen von dem mächtigen Wächter. Damit kann ich natürlich leben. Der sollte natürlich jetzt keine Herausforderung sein. So, nochmal das. Ach ja, der gute alte Gorn, nicht wahr? So, das war's auch schon. Wenn einer das hier regelt, die Situation dann natürlich ich, wie immer. Das hätten wir, da will ich auch nochmal speichern. Wahrscheinlich müssen wir dann auch wieder gegen die Patronen kämpfen. Und davor wahrscheinlich wieder gegen Wächter. Sieht so aus, als hätten wir den Patron des Wassers gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es bis hierhin schaffen würdet. Leicht war es nicht. Nun, wir wissen wohl beide, warum ihr hier seid. Ich werde euch meine Unterstützung gewähren. Wie darf ich mir denn deine Unterstützung vorstellen? Wie die Perle des Patrons des Feuers funktioniert, ist auch mit meiner Perle. Ich werde sie euch geben.
Nun, irgendwie hatte ich mir das Ganze etwas schwerer vorgestellt. Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Ich hatte einen Kampf erwartet. Den hatten wir doch schon. Außerdem wurde mir befohlen, euch nichts zu tun. Ach so, hier habt ihr eure, meine magischen Pilze. Ihr könnt die Perlen nur dreimal benutzen. Denkt dran. Verstehe. Ich kann die Patronen nur maximal dreimal herbeirufen. So ist es. Ich nehme an, ihr werdet auch noch die beiden anderen Patronen suchen wollen. Ja, bitte sagt mir, wo sie sich befinden. Sucht in der Nähe der Fester Hungenstein nach ihnen. Sie befinden sich beide dort. Aber seid gewarnt. Sie sind nicht so freundlich wie ich gestimmt. Das werdet ihr benötigen. Es ist eine Sturmkugel, eine Erdkugel. Jetzt geht. Ich habe die Patrone des Wassers gefunden und er hat mir seine Hilfe zugesichert. Nun fehlen nur noch zwei. Beide sollen sich in der Nähe der Fester Hohenstein befinden. Der Patron des Wassers hat mir auch noch hier einen Sturm und eine Erdkugel gegeben. Habt ihr nichts zu sagen? Okay, ich verstehe. Kannst du uns nicht zurückteleportieren? Warum stört ihr mich? Weil es mir einfach Spaß macht. Zum Ausgang teleportieren. Ich schicke euch mit meiner Magie zurück zum Ausgang. Finde ich aber auch allgemein gut, dass man nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss, sondern dass die einen dann zurück teleportieren. So. Ja, da haben wir doch schon. Okay, dann wird es Zeit, nach Hohenstein wieder aufzubrechen. Und, wenn ich mich recht entsinne, dann sollte da beim Donnerturm einer der Patrone sein. Da ist er ja, wunderbar. Sprechen wir natürlich auch nochmal. Ich werde die Sturmkugel auf den Sockel legen, die vom Thron des Wassers erhalten, aber wer weiß das eigentlich, dass es genau dieser ist? Da steht was. Achso, deswegen weißt du das. Alles klar. So, der Donnerturm. So, jetzt nicht. Ich muss das merken. Ich muss mir das merken. Oh nein! Ich ahne Schlimmes. Ich muss mir das nochmal ansehen. So, dann, ja, muss ich mir das irgendwie merken, ne? Ja, ist doch nichts leichter als das. Dann, ja, gehen wir mal zum Klavier. Versuchen unser Glück. Auf diesem Klavier sind vier Tasten farblich markiert. Ihr wollt doch zurückgehen. Nein, ich will zurück. Gut. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt nur die Reihenfolge merke ich die Farben. Also die muss man sich auch noch merken. Ja, Hilfe. Okay. Na gut, versuchen wir einfach unser Glück. So, also zuerst war auf jeden Fall rot, ganz klar. Danach war... blau, ne, meine ich. Danach war definitiv wieder rot. Dann müsste grün gewesen sein. Dann gelb. Und zu guter Letzt nochmal rot. Scheint richtig gewesen zu sein, würde ich sagen. Nehmen wir das mit diesen ganzen Rätseln rund um und überhaupt das mit den Patronen. Die Quest, die ist tatsächlich schon ziemlich besonders und ja. Und es ist noch nicht vorbei. Dort drüben ist die Treppe in die nächste Etage. Jedoch sehe ich keinen Weg, um dorthin zu kommen. Wäre auch zu einfach.
Es muss einen Weg geben. Pass auf, dass du hier nicht abstürzt. Ich gebe mein Bestes. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Oh nein. Jetzt etwa umgekehrt. Wie soll ich mir das denn merken? Ich kann da keinen Ton raushören, ehrlich gesagt. Oder ist das einfach genau dieselbe Reihenfolge wie unten, nur jetzt, dass man sich die Farben halt, ja quasi, dass man das immer noch im Kopf behalten muss. Warte mal. So, rot-blau, dann war auf jeden Fall wieder rot. Grün. Gelb. Dann nochmal rot. Scheint irgendwie nicht so richtig gewesen zu sein. Hast du wieder was zu sagen? Du? Oh, ich wollte gar nicht mehr mit mir reden. Okay, dann nicht. Ach, das sind nur vier. Kann ich jetzt natürlich aber schlecht sagen, welcher zuerst kommt. Okay, ich muss mir erstmal hören, welcher der tiefste ist und welcher der höchste. Der ist schon ziemlich tief. Rot ist auf jeden Fall höher als blau. Okay, das geht quasi... Also hier beginnt es mit dem höchsten und hier endet es dann quasi mit dem tiefsten. Das ist ja quasi so eine chronologische Reihenfolge, die Schalter. Jetzt muss ich nur heraushören, ja, wie das... hier mit den Tönen ist. Es sind vier Töne und ich weiß... Kann ich es noch nicht hundertprozentig sagen? Also ich glaube, die ersten drei, die steigern sich immer in ihrer Höhe. Ich meine, der letzte ist dann noch ein bisschen tiefer. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der erste tiefer ist als der letzte oder umgekehrt. Das ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. So, Grund ist auf jeden Fall der höchste, nicht wahr? Ich glaube... Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, in der Mitte könnte das so sein, dass zuerst rot ist und dann gelb. Aber jetzt ist die Frage, was... Ich weiß jetzt nicht, ob grün dann am Anfang sein könnte und blaue Ende oder umgekehrt. Ich versuche einfach mal beide Möglichkeiten. Erstmal grün. Ah ne, warte mal. Ne, stimmt. Das war umgekehrt. Also erst gelb und dann grün. So meine ich das. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob rot oder blau. Dann, ja, versuchen wir es erstmal mit Rot. Oder ich höre nochmal. Weil ich weiß ja nicht. Vielleicht muss das erst neu getriggert werden. Und ich gehe noch am besten nochmal ganz raus immer. Um auch nochmal sicher zu gehen und dann wieder rein. So. Dann fangen wir einfach mal an mit Rot. Dann, müsste Gelb kommen. Dann grün. Und jetzt blau. Dann dürfte es wahrscheinlich eher umgekehrt sein. Blau am Anfang und dann rot am Ende. Schauen wir einfach mal. So, also jetzt blau am Anfang. Gelb. Grün. Jetzt rot. Ah, sehr gut. Oh, da ist ein Timer, da ist ein Timer.
Cool. 1000 Stacheln und ich habe sie alle verfehlt. War das auch schon? Nein, muss ich nochmal machen. Einfach weil ich so blöd war. Und ja. Ich meine, die Zeit war ja noch nicht mal abgelaufen. Ich bin einfach quasi freiwillig in die Schlucht gesprungen. Rot war, glaube ich, zuerst, oder? Und dann kam. Oder doch blau zuerst? Ja, ich weiß nicht mehr. Blau zuerst, dann auf jeden Fall gelb, dann grün und dann rot. Ja, so war das, okay. Hey, wie soll man das denn schaffen? Achso, nein! Mann. Naja, egal. Jetzt habe ich wohl doch keine Chance verfehlt, war. Ich fand es mal ein bisschen komisch, dass ich da auf einmal trotzdem noch weitergehen konnte. Na gut, aber wir wissen Bescheid. Zuerst kommt blau, dann kommt grün, dann. Dann gelb, dann grün, dann rot. So. Also, blau, gelb, grün, rot. Nein! Ich weiß jetzt gar nicht, soll das eigentlich so sein, dass man auch so dann darüber kann? Weil das ist eigentlich ein bisschen seltsam. Oder sind die dann einfach nur sichtbar in dieser Zeit? Und das ist quasi, die Brücke ist quasi die ganze Zeit da, nur dann ist sie tatsächlich sichtbar. Das kann natürlich sein. Dass das so sein soll dann. Menschen. Nun, also wir haben. Und sie wagen es, mich den Patron des Windes anzusprechen. Dieser Patron übertrifft selbst die anderen Patronen mit seiner Arroganz. Für diesen Frevel werdet ihr bezahlen. Nun mach mal halblang. Wir haben doch noch nicht diese ganzen Rätsel gelöst, um jetzt mit dir zu kämpfen. Alle Sterblichen, die es wagen, das Heiligtum eines Patrones zu betreten, müssen mit ihrem Leben zahlen. Dieser Spruch kommt mir sehr vertraut vor. Oh Mann. Töte diese Sterblichen. Glaubst du im Ernst, dass sie das auch können? Also ich irgendwie nicht. So. Haut nicht so rein, wie ich mir erhofft habe. Die Croft-Klinge. Nee, aber die schaffen wir auf jeden Fall auch, ganz klar. So, jetzt mache ich mal hier das Laser-Inferno, das hilft doch immer. So, machen jetzt auch nicht gerade, wer weiß wie atemberaubenden Schaden. So, erstmal der Energiestoß, dann wird der eine bald auch weg sein. So, nochmal ein Laser-Inferno. Wunderbar, der ist eine schon weg. So, der Energieschuss. Dann der große Eiskristall. Dann nochmal das. Der macht's auch nicht mehr lange. Dann ist noch die Frage, müssen wir dann noch gegen den Patron selbst kämpfen oder. Nee, aber ich vermute mal ja. So, zum Schluss mal den Energieschuss und das war's. Aber das ändert eurem Schicksal nicht das Geringste. Da hast du recht, du wirst uns deine Dienste zur Verfügung stellen. Ihr habt einen komischen Sinn für Humor.
Halte ein, Patron des Windes! Sprechen diese Menschen etwa die Wahrheit? Das tun sie. Er hat es uns befohlen. Das ist nicht euer Ernst. Ich verstehe es auch nicht. Na schön, nehmt meine Sturmperle und ruft mich, wenn ihr Hilfe benötigt. Schließlich werde ich mich seinem Willen nicht widersetzen. Das werden wir tun. Wir sollten uns hier zurückziehen. Nun geht und findet noch den letzten Patron. Oh ja, das werden wir. Jetzt habe ich den dritten Patron auf meiner Seite und es fehlt damit nur noch ein Patron. Der Patron der Erde muss sich auf der Insel Hohenschimmel aufhalten. Ich sollte ihn finden. Und das werden wir, das werden wir. Aber erstmal, was kann ich für euch tun? Zum Ausland teleportieren. So, wunderbar. So, das war der Donnerturm. Bedeutet... Jetzt müssen wir den letzten finden und der soll laut Firebird irgendwo... ich glaube in der Raptorenhöhle sein. Ich glaube, da müsste ich von der Stadt aus irgendwie dahin. Da, Stadt Hohenstein. Wie sieht es mit der Heilung aus? Braucht man was? Ah, wir haben doch noch so viel. Da können wir doch ruhig was nehmen. Hier Flasche Mehl zum Beispiel. So, Flasche Rum. Dann... Ach ja, Fleisch haben wir auch noch so viel. Ja. Dann, von mir aus können wir auch noch mal einen kleinen Mana-Trank zu uns nehmen. So. Und für sie noch mal einen normalen Mana-Trank. Wann ist der Passivfehler eigentlich jetzt schon hier behoben? Nee. Oh. Wurde wahrscheinlich vergessen. Müsste dann tatsächlich auch nochmal gemacht werden. So, okay. Genau. Ich kann hier schon mal Glühwürmchen einfangen, wenn man mich denn lässt, aber irgendwie lässt man mich nicht. Ach ja, was wohl nicht daran liegt, dass ich das Glas wahrscheinlich da in einem Gasthaus irgendwo liegen lassen habe. Das brauche ich auch noch für die andere Quester. Dann werde ich das jetzt mal abholen. Und dann Joa. Sollte es eigentlich klappen. Ach ja, stimmt, man muss ja noch zahlen. Wie viel Gold haben wir denn? Ah, nur schlapp. 72.000 und ein paar zerquetschte. Ja. Da müssen wir ja die 70 Goldstücke opfern, leider. So, da haben wir auf jeden Fall unsere Inventartruhe. So, nehmen. Was nehmen wir denn Schönes? Da, Glas. Halt! Ich glaube, den Cash-Handy brauchen wir auch noch, oder? Meine ich zumindest. Cash hat zum Sammeln von Kleinvieh, ja. Ja, gut, okay, jetzt sollten wir tatsächlich alles haben. Frage: Wie viele Glühwürmchen befinden sich denn bereits in dem Glas? Wo haben wir es? Das Gläschen. Nachzählen mit Enter. Ich habe zwei. Okay, das sind natürlich schon einige. Aber ich fürchte, wir müssen noch ein paar mehr sammeln. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele wir brauchen dafür die Quest genau, aber ich sammle einfach mal alle ein, die ich auf dem Weg finde. Natürlich sind jetzt genau keine Glühwürmchen mehr da. Nein, ich wollte nicht. Oh, voll Idiot. Ich wollte eigentlich die Zeit umstellen. Tja. Stimmt, das war ja D, nicht A. So, dann nochmal D. Wir wollen natürlich, dass es Abend ist.
Ja, gut, 9 Stunden. Sollten dann gleich hoffentlich die Glühhörnchen schon draußen sein. Und hier Unwesen treiben. Ja, hier jedenfalls noch nicht. So, wie spät haben wir jetzt? Komm, 1 Stunde geht noch, ne? Sollten doch die Glühhörnchen gleich da sein. Nee, natürlich nicht. Dann noch eine. Ah. So, auf jeden Fall müssen wir dann, glaube ich, die ganze Zeit nach Westen gehen. Wie gesagt, zu dieser Raptorenhöhle da. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. War das nicht sogar schon hier? Bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher. Ich speichere mal. Ich meine nicht, oder? Ach stimmt, hier war damals das Lager. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Dann aber können wir natürlich fliehen. Ich muss ein bisschen mal gucken da auf dem Schild. Küste schon Fässer und Stein. Ich gehe jetzt mal da lang. Ah ja, von da kamen wir damals. Moment mal. Achso, nee, alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob die Höhle hier weiter unten war oder doch die eine da, wo ich vorhin war. Mir ist ein bisschen überfragt. Tatsächlich. Naja, aber irgendwo wird die Höhle schon sein. So. Kann es nicht sein, dass die irgendwo hier war? Da ist sie doch. Ich meine, das war die, oder? Er ist tot. Wer sind die denn überhaupt? Kenne ich die? War das wirklich hier? Naja, ich suche am besten nochmal Offscreen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Okay, alles klar. Ich habe die Raptorenhöhle gefunden. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ja, wo genau dann hier der Patron zu finden ist. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal selber suchen. Innerhalb der Höhle. Könnte natürlich überall sein. Könnte sowohl da oben als auch irgendwo hier unten sein. Auf jeden Fall geht es hier auch weiter. Oh nein. Nee. Für euch habe ich leider keine Zeit. Ah ja, hier sind wir richtig, wunderbar. Ich werde die Ankugel auf den Sockel legen, die ich vom Patron des Wassers erhalten habe. Ja, läuft doch. Dann kommen wir auch nach sehr langer Zeit mal hier an. Schon jetzt mal wieder ein paar Rätsel, ja. Oh nein, was ist das denn? Oh, wie ich Rätsel hasse. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich liebe Rätsel. Lass uns einfach gehen. Ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ach ja. So ein Rätsel dieser Art kennen wir ja eigentlich schon. So, erstmal alles einsammeln, weil alles, was hier so rumsteht, stört mich. Denn so kann ich nicht professionell arbeiten. So, ich denke, man muss einfach diesen Lichtstrahl da oben, also damit muss man anfangen. Und das geht dann immer so weiter, ja.
Also so schon mal bestimmt nicht. Der hin? Nee, das wäre Quatsch. Das wäre sinnlos. Hier schon eher. Nee, da geht es ja auch nirgendwo hin. Aber wo soll der sonst hin zeigen? Oder muss man einfach nur alle zum Leuchten bringen? Bisschen komisch, dass er dann auf einmal da nicht mehr leuchtet, obwohl der immer noch in der Position ist. Wo geht's da lang? Nirgendwo. Ins Nirvana. Ne, das wird auch nicht richtig sein. Das auch nicht, das auch nicht. Ne, das kann ja gar nicht so sein. Wo geht's denn jetzt da lang? Da, okay. Aua. Auch wieder ein cooles Rätsel. Und auch die Umsetzung mal wieder gut. Da muss man auch schon so ein bisschen überlegen und ausprobieren. Oh, diese blöden Fledermäuse. Wie ich sie mit ihrem Bewegungsablauf liebe. So. Gut. Ja, dann können wir einfach die Treppe runtergehen. So gut es geht, an die Gegner vorbeikommen. Und wenn nicht, dann fliehen. Ist ja alles kein Problem. Mit euch halte ich mich nicht zu lange auf. Wahrscheinlich noch ein ziemlich langer Weg da zum Patron, wie es aussieht. Eben nicht einfach so ohne weiteres passieren können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, das ist es mir nicht wert. Das sind mir immer noch zwei zu wenig. Flucht unmöglich. Ich wollte das unbedingt wissen, wa? Natürlich ist jetzt genau die mit der AOE auch stumm. Zum Glück überhaupt nicht nervig. Flucht dann nochmal. Komm, irgendwann muss es doch klappen. Flucht immer noch nicht möglich. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Dann werde ich definitiv Dinge geben. Dice Betrank. Hier. Wunderbar. So, und jetzt hier nochmal dein Laser entfernen und weg mit dem Mist. So, ja, natürlich ist noch eine ganz hartnäckige übrig geblieben. So. Ja, da. Oh, schon interessant, dass hier mitten in der Höhle ein Baum ist. Ja, wer bist du denn? Wieder ein Möchtegern-Wächter. Diese Statue steht im Weg. Na, dann sollten wir sie irgendwie zur Seite räumen. Ich fürchte, diese Statue räumt uns gleich zur Seite. Ach Quatsch. Oh nein, das ist ein Golem. Also, kein Grund zur Beunruhigung. Oh, aber der Gegner ist neu. Ja, aber der soll auf jeden Fall auch kein Problem sein. Den machen wir locker weg. So, wunderbar. Ich könnte natürlich gleich bei dem letzten Kampf, was wahrscheinlich sowieso der letzte Kampf sein wird, so eine dieser Patronenkugeln ausprobieren. Hätte ich natürlich auch letztens im Endgegnerkampf gegen den Drachen machen können, aber naja, ich habe es natürlich wie immer verpennt. So, noch einmal das. Dann
ist er doch schon weg. Hm. So. Ja, und dann können wir auch da rein. Was ist das hier für ein Ort? Das ist doch nicht möglich. Ich habe gerade ein ziemlich schlechtes Gefühl, Bernbro. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Vernichtet die Eindringlinge. Wir könnten die zwar jetzt natürlich locker so besiegen, aber... Ich will einfach nur mal ausprobieren, was dann passiert. Wie wär's mit der Wasserperle? Dreimal anwendbar. Hier. Das also ist die Macht der Patrone, ja? Die Allmächtige. Verstehe. Aber komm, einfach mal auch die anderen ausprobieren. Wie wäre es dann mit der Sturmperle? Noch zweimal anwendbar. Ja, ich weiß ja nicht. Aber ob er das jetzt so viel mehr gebracht hätte gegen den Drachen des Schicksals? Schwierig zu sagen. Ja gut, ein bisschen vielleicht schon. Aber jetzt nicht, wer weiß wie viel. Aber Feuer probieren wir gleich auch nochmal aus, vollständigkeitshalber. Wasser, Feuer... Ich denke mal, Erde kann ich nicht einsetzen. Ne? Sturmperle, da hatten wir gerade Feuerperle. Aber an sich trotzdem eine coole Idee und cool animiert. Oh. Und dann nochmal Eis, dann ist er auch weg. Gegen den Patron selber müssen wir wahrscheinlich nicht kämpfen, nehme ich an. Wir sind hier ganz schön lästig. Was glaubt der Patron der Erde eigentlich, warum wir hier sind? Wie soll ich das verstehen? Wir haben die Erdkugel zum Passieren des Portals ja wohl nicht zufällig gefunden. Ich fürchte, ich bin unzureichend informiert worden. Wir haben die Erdkugel vom Patron des Wassers erhalten, um euch zu finden. Und welchen Zweck soll es haben, mich zu finden? Wir würden gerne eure Dienste in Anspruch nehmen. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Es sei denn, deine drei Geschwister kommen, um dich zu überzeugen. Du darfst ihnen nichts tun. Was tut ihr denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Es ist sein Wille, dass wir diesen Sterblichen unsere Macht zur Verfügung stellen. Ist das dein Ernst? Glaub mir, das ist sein Ernst. Ihr Ernst. Wenn es der Wille unseres Gebieters ist, dann werde ich mich fügen. Nehmt meine Steinperle und ruft mich, wenn ihr Hilfe benötigt. Vielen Dank. Wir sollen uns hier zurückziehen. Ja, wunderbar. Ha, hier habt ihr jetzt jemand eine Patrone für euch gewinnen können. Ja, und ihr seid eine große Hilfe gegen unsere Widersacher. Ich möchte euch ein Geheimnis anvertrauen, welches noch nie ein Sterblicher zuvor erfahren hat. Jetzt bin ich aber neugierig. Es gibt einen geheimen Ort, an welchen ihr unsere gesamte Macht bündeln könnt. Eure Macht bündeln. Geheimer Ort. Ihr habt jetzt alle vier magischen Perlen der Patrone und könnt sie zu einer magischen Perle vereinigen. Wie? Begebt euch zum Teich der Wunder auf die Insel Lobrand. Wir werden euch dort erwarten. So geheim ist dieser Ort aber nicht. Nein, jedoch das Portal, das versteckt ist. Nun solltet ihr aber aufbrechen. Ich habe jetzt alle magischen Perlen der Patrone und kann ihre Macht bündeln. Jedoch kann das nur an einem geheimen Ort geschehen, zu dem man durch ein geheimes Portal beim Teich der Wunder gelangen kann. Hm. Interessant. So, aber erstmal zurück teleportieren. Wunderbar. So. Jetzt haben wir bitte der Abholdienst. Okay. Jetzt geht's natürlich wieder auf nach Lowbrand. Wo war es doch gleich nochmal? Ne, das war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da war es. Da können wir ja vielleicht auch gleich... Na gut, jetzt noch nicht, aber nachher... hier nochmal zu den Glühwürmchen-Typen gehen. Aber, naja, noch geht's ja nicht.
Ah, da haben wir schon wieder ein paar. Aber irgendwie komme ich da nicht. Na egal. Dann nicht. Boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der Teich der Wunde war. Ich glaube, irgendwo in der Nähe von der Brauerei Lorenz, meine ich. Zumindest. Ah, Teich der Wunde da. Aber ist, da haben wir ihn ja schon. Nein, bitte nicht. Oh nein, gegen den haben wir keine Chance. Oh doch. Das kam sehr überraschend. So, gut, dann sind wir schon hier beim Teich der Wunde. Das ist doch wunderbar. Und da erwartet ihr uns auch wohl. Dort, wo alles begonnen hat, da wird auch alles enden. Was soll das heißen? Geh jetzt in die Höhle im Wasserfall und such nach dem Geheimportal. Dann machen wir das mal. Ich wette, ist es da. Oh. Ein Schall vom Thron des Feuers. Feuerzauber wirken? Ja. Von unserer Gruppe kann keiner ein Feuer... Toll. Dann Spruchrolle. Ja, oh nee, komm. Nee, das war jetzt nicht dein Ernst. Nein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Wo soll ich denn jetzt... Warum kannst du kein Feuer? So ekelhaft. Oh, hier ist es also egal. Naja, machen wir es erstmal so. Oh nein. Bitte nicht sowas. Ganz toll. Ja, natürlich hat er auch keinen Schriftroller dabei. Na toll. Da hat sich das wohl schon erledigt, wa? Dann muss ich wohl irgendwie das nochmal ausqueden machen, indem ich daran komme. Also nochmal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, bevor ich jetzt hier wieder die ganze Welt nach irgendwelchen Spruchrollen absuchen muss oder nach Magie, die ich mir noch kaufen muss, habe ich jetzt einfach innerhalb des Spiels hier sozusagen die Bedingungen geändert. Einfach, dass die jetzt nicht unbedingt die Attacken beherrschen müssen, sondern ich habe die Bedingungen so geändert, dass die jetzt quasi schon weiterkommen können, wenn sie einfach, naja, eben die Attacken einsetzen müssen, die sie eben halt auch können. Ne? Und so kommen wir dann auf jeden Fall hier weiter. Und dann habe ich hier noch jetzt quasi, wenn ich schon dabei bin zu cheaten, hier noch die Glühhirnchen dabei gecheatet. Das sind dann 4000 Stück an der Zahl, sollte dann auch reichen, ne? Für die Quest. Ne, weil ich will jetzt auch ehrlich gesagt hier nicht im Bonuspart ein bisschen die Zeit verschwenden, die Glühhirnchen zu sammeln. Zumal ich ja noch viele andere Projekte vor mir habe, nicht wahr? Und es geht ja im Prinzip in dem Bonuspart auch nur darum zu sehen, was passiert, ne? Wenn man denn sowas hat. So, okay. Ja. So, dann wirken wir die ganzen Zauber, die wir eigentlich gar nicht besitzen. Um zu gucken, was dann tatsächlich passiert. So, Feuerzauber. Oh, Moment, dann die Spruchrolle. Hä? Oh, da habe ich wohl mich ein bisschen vercheatet und was anderes gemacht. Aber okay, das ist ja kein Problem. Dann mache ich das eben nochmal. Also bis gleich. Klappt auch. So, jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt, was uns da so erwartet. Was ist das hier für ein Ort? Patron des Schicksals, ich habe euch schon seit langer Zeit erwartet. Noch ein Patron? Ich bin der Patron des Schicksals und ihr seid hier aus einem ganz bestimmten Grund. Ich dachte, der Patron des Schicksals und der Draht Schicksals wären das gleich. Tja. Was hat das alles zu bedeuten? Ich will es euch erklären. Nicht der Drache des Schicksals hat euch vor den Patronen geschützt. Du hast die anderen Patronen dazu gebracht, uns zu helfen?
Das ist richtig. Wir Patrone sind schon zu lange eine Geisel des Drachen des Schicksals. Ich fürchte, ich verstehe gar nichts. Wer, wo die Patrone dienen dem Drachen, jedoch scheinen sie sich jetzt von ihm entledigen zu wollen. Der Drache des Schicksals hat das heiligste Gebot gebrochen und er muss bestraft werden. Aber was haben wir damit zu tun? Du hast direkt damit was zu tun, Bär. Gabriele und Lydia betrifft es aber ebenso. Wie soll ich das verstehen? Der Drache des Schicksals hat sich in überweltliche Angelegenheiten eingemischt. Ich denke, ich weiß genau, was du meinst. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde beschädigt und nimmt immer mehr Schaden. Was sollen wir jetzt tun? Der Drache des Schicksals schützt Lydia. Ja, aber wir wissen nicht, warum er das tut. Jedoch muss der Drache des Schicksals gestoppt werden. Haben wir doch schon. So, und jetzt zur Frage aller Fragen. Wie sollen wir das tun? Hä? Wir haben ihn doch schon erledigt. Ich werde die magischen Perlen der Patrone für euch fusionieren, wenn ihr die drei Prüfungen besteht. Was für drei Prüfungen? Ich spreche von der Prüfung des Geistes, der Prüfung der Stärke und der Prüfung des Geschicks. Wozu sollen diese Prüfungen denn gut sein? Wir müssen sicher sein, dass du der Auserwählte bist, Bärenbrunn. Nur der Auserwählte wird bestehen. Also ich zweifle stark daran, dass einer von diesen Menschen der Auserwählte sein soll. Schweig! Nun geht durch den linken Durchgang besteht die Prüfungen. Und dann? Ja, dann komm wieder zu mir. Interessant. Nun muss ich noch drei Prüfungen bestehen, damit der Patron des Schicksals die vier magischen Perlen der Patrone zu einer machtvollen Perle fusioniert. Ich sollte mich meinem Schicksal stellen. Ja, aber ich habe den Drachen doch schon besiegt. Oder seid ihr hier nicht ganz up to date? Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man diese Quest gemacht hätte und den Drachen danach besiegt hätte, dass er dann quasi am Ende auch gar nicht mehr wiederbelebt wurde, der Drache, dass er dann tatsächlich tot ist. Ja, was soll ich jetzt hier? Seid ihr bereit, die Prüfung zu beginnen? Ja, muss ich ja, ne? Ich muss bereit sein. Ja, natürlich. Wo sind denn die anderen? Es reicht, wenn nur einer von euch diese Aufgabe erfüllt. Verstehe, was soll ich jetzt machen? Überqueren den Abgrund gelangt auf die andere Seite des Felsens. Leider kann ich nicht fliegen. Es gibt einen Weg, jedoch ist er nicht sichtbar. Löse diese Aufgabe und der Weg wird erscheinen. Sonst noch was? Pass auf, dass du dich abstürzt. Das würdest du nicht überleben. Na dann. Dann darf ich dir bei dieser Aufgabe nicht helfen. Mir hilft doch sowieso nie jemand. So. Die Kiste ist verschlossen. Hier kann ich auch nichts machen. Im Schalter fehlt ein Hebel. Ja, das sehe ich auch. Ach Mist. Schade aber auch. Komisch, warum könnte ich denn da auf einem leeren Feld noch stehen? Das ist ja auch sehr interessant. Achso, ja. Okay. Jetzt muss ich die Medizin nochmal ansehen. Ich dachte, ich könnte das Spiel austricksen, aber dem ist leider nicht so. So, jetzt natürlich nur die Frage. Wie können wir die Schalter jetzt alle betätigen? Hä? Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hä? Was? Hä? Hä? Was soll das? Oh, ich glaube, ich verstehe. Ein bisschen zumindest. Ein Hebel! Oh nein, bitte nicht sowas. Erstmal benutzen. Rot, blau, rot. Rot. Ne, das muss ich vielleicht nochmal ansehen. Lass mir. Ne, komm. Ne, ja, nein, so viel kann ich mir noch nicht merken. Was soll. Nein! Hör auf! So, rot, blau, rot, grün, violett, rot, grün, gelb, blau, bio. So, ich habe mir das jetzt so Gruppen notiert mit den Anfangsbuchstaben. Also zuerst rot. Blau. Rot, grün,
Violett. Rot. Grün. Gelb. Blau. Violett. Ah. Jetzt quasi wieder so eine unsichtbare Brücke. Ha! Just in time. Das war cool. Ihr habt die Prüfung des Geistes erfolgreich abgeschlossen. Ja, das war schon mal schön. Cooles Rätsel übrigens, Feder, dass auch, dass man so selbstständig herausfinden sollte, wie man da vorgehen muss, teilweise. Die Prüfungsstärke, das ist meine Stärke, die Stärke. Deswegen ja, sowieso. Ja, wir haben was Hübsches für euch vorbereitet. Oh, das sieht nicht gut aus. Ihr solltet euch nicht zurückhalten, denn die Wächter werden es ebenfalls nicht tun. Also gut, dann zeigen wir unsere Stärke, indem wir einen Molotow-Cocktail werfen. Ein Item, welches sich Bärenbruder dreist erschietet hat. Und los! Oh, warum haben die noch ein HP übrig? Das ist ja interessant. Laserentfernung. Okay, wer ist aufgestiegen? Du. Ja, Intelligence. Ihr habt diese Aufgabe erfolgreich bestanden. Du siehst so überrascht aus. Zäh. Ja, mit dem Molotow-Cocktail ist nicht zu spaßen. Ihr habt die Prüfung der Stärke erfolgreich abgeschlossen. Ja. Mein Gott, es ist wie gesagt ein Bonuspart, wo es einfach darum geht, zu sehen, wie es weitergeht. Da, ne? Ich hoffe da auf Verständnis. Zur Prüfung des Geschicks. Darauf kommt es jetzt an, wahrscheinlich wie geschickt man einen Molotow-Cocktail wirft. Willkommen zu dieser Prüfung. Jetzt könnt ihr euren Geschick unter Beweis stellen. Was soll ich machen? Einfach nur laufen und den ganz möglichen Fall ausweichen. Ja, toll. Ist das alles? Nun, ich werde eine Feuerkugel führen, die dich verfolgen wird. Eine Feuerkugel. Wenn sie dich erwischt, dann würdest du dir wünschen, in eine tödliche Falle gelaufen zu sein. Oh, okay. So, jetzt werde ich noch deine Optik etwas einschränken. Sobald das Licht erloschen ist, läuft eure Zeit. Großartig. Da ist die Fackel. Ja, ist natürlich immer die Frage, wo der richtige Weg ist. Ah! Ah! Na gut. Wenn man jetzt mal herausgefunden hat, wo der richtige Weg ist, dann sollte das etwas halt gewesen sein. Ich glaube, ich sollte auch noch speichern, weil hier könnte man eventuell öfters sterben. So, bla 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 bla. Natürlich kann man nicht speichern, wäre auch zu einfach. Ja, so klappt das. Ja toll. Und was soll jetzt lang? Oder ist das egal? Oh Gott. Ja! Aber auch eine coole Prüfung. Ihr habt die Prüfung des Geschicks erfolgreich abgeschlossen. Ja und du? Wo seid ihr denn alle? Hier ist ja auch noch ein Gang. Ah. Nun, da ihr die Prüfung bestanden habt, kann ich jetzt eure magischen Perlen fusionieren. Hier hast du die Perlen. Sehr gut. Lasst uns beginnen. Es ist vollbracht.
Wir werden uns jetzt wieder in unser Heiligtum zurückziehen. Ja, es wird Zeit. Nehmt euch jetzt diese Perle, sie ist unglaublich mächtig. In ihr sind alle Elemente vereint. Hab vielen Dank. Ihr könnt diese Perle jedoch nur einmal einsetzen, ehe ihre Energie verbraucht ist. Was ist, wenn ihre Energie verbraucht ist? Es verlangt genau die gleiche Prozedur wie bei den anderen magischen Perlen. Das heißt, dass die anderen Patronen die magischen Elementarperle aufladen können? Aber natürlich, nun geht und findet den Drachen Schicksal und vernichtet ihn. Haben wir eigentlich schon. Ja, wenn wir das mal vorher gewusst hätten. Abgeschlossen. 1000 Erfahrungen, eine Metapelle, 2 Talentpunkte. Wenn wir das vorher gewusst hätten, ja, dann hätten wir den Drachen wahrscheinlich endgültig töten können. Aber schon irgendwie interessant, ne? Dass man diese besondere Nebenquest machen muss, um den Drachen des Schicksals, ja, endgültig zu vernichten. Und dass es auch wahrscheinlich nur dann geht. Soll ich den Meter? Nö. Achso, dann müssen wir tatsächlich selber zurücklaufen. Ja, dann können wir jetzt zum Schluss nochmal das mit dem Glühwürmchen machen. Auf jeden Fall eine sehr coole, besondere Quest, definitiv. Gut, dass wir die nochmal gesehen haben. So, und das letzte, was wir dann, das endgültig letzte, was wir in diesem Spiel noch machen werden, ist dann eben das mit dem Glühwürmchen. Naja, komm, da können wir ja den Zeppelin benutzen. Ich denke, 4000 Glühwürmchen sollten reichen. So, ja, da sind wir ja schon. Ich glaube, da ist sogar schon der Dude mit den Würmchen. Aber trotzdem, ich meine, wir haben den Drachen schon erledigt, ne, und die reden halt so, als wäre der noch nicht erledigt worden, obwohl wir das eigentlich schon haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wo wir die Quest gemacht haben und wenn wir die Kugel dann vielleicht auch benutzt hätten, dass der, na gut, jetzt das vielleicht nicht unbedingt, aber dass der Drache dann wahrscheinlich dann nicht da im Epilog nochmal auftaucht, dass er dann nämlich tatsächlich vernichtet worden ist. So, vielleicht wäre das dann auch nochmal ein bisschen anders, das Ende. Na, wie sieht's aus? Glühwürmchen verkaufen. Erstmal, wozu brauchst du die? Ich werde erstmal jetzt zählen, wenn ihr mir so circa 300 Glühwürmchen verkauft habt. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Ah, ihr habt 4000... Ach, da sind Glühwürmchen. Dafür zahle ich euch 2019 Goldstücke. Damit habe ich jetzt 4038 Glühwürmchen. Nun... Da ihr mir bei der Glühwürmchenjagd so intensiv von dir angegriffen hat, will ich euch etwas anvertrauen. So, was denn? Vielleicht kennt ihr die alte Ruine kurz nach der Waldbrücke. Dort gibt es ein sehr altes Gewölbe. Dort ist es allerdings so dunkel, dass man nicht mal die eigene Hand vor Augen sieht. Erzählt weiter. Neulich konnte ich beobachten, wie dort ein Glühwürmchen hineinflog und die Dunkelheit zurückwich. Wollt ihr damit sagen, dass die Leuchtkraft eines Glühwürmchens fähig ist, darin Licht zu machen? So scheint es zumindest, jedoch ist das nicht alles. Wie man sich erzählt, soll es dort alte, aber sehr wertvolle Artefakte geben. Ich darf mal raten, ich soll dort hineingehen und dir so ein Artefakt besorgen. Das wäre fantastisch, ich würde ja selber gehen, aber wir passen auf meinen Stand auf. Ja klar, als könnte man hier was klauen. Vielleicht spielt auch ein bisschen Angst eine Rolle, auf jeden Fall würde ich euch kurzzeitig entlohnen. Na schön, bei Gelegenheit würde ich ja, das Gewölbe untersuchen. Wundervoll, ihr werdet es brauchen. Dreimal Glühlampe. Das Dunkel. Der Glühwürmchenhändler am Marktplatz möchte, dass ich mit seinen drei Glühlampen ein Gewölbe bei der alten Ruine vor der Waldbrücke von Lobrand erkunde und ihm etwas Wertvolles bringe. Ich soll nach Artefakten Ausschau halten. Klingt, als wäre dies eine ziemlich leichte Aufgabe. Also mit anderen Worten, es wird sehr schwer. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu dieser Ruine. Das sollte ja, glaube ich, auch relativ in der Nähe von dieser Stadt sein. Ich meine, es hieß Alt Lobrand. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie man da jetzt hinkommt. Ehrlich gesagt. Schauen wir einfach mal. Altlobrand, Altlobrand. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo da oben war. So weiter nördlich. Altlobrand, Altlobrand. Na, da auf jeden Fall nicht. Ja, da war ja die Höhle. Ich meine, das war sogar hier irgendwo. Ich kann es nicht sogar sein, dass es da oben war. Ah, nee. Das war ja diese Medusa-Höhle. Mist. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid.
Oder, genau, ich werde wahrscheinlich das wieder offscreen machen, den Ort aufsuchen und sobald ich ihn gefunden habe, dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Und bis es... was? Was? Molotow-Cocktail der Ruinen von Alt-Lobrand? Okay, das ist ja interessant. Molotow-Cocktail der Ruinen von Alt-Lobrand. Ja, gut. Das ist wahrscheinlich, weil ich da jetzt in dem Programm irgendwie das Icon auch wahrscheinlich irgendwie gewechselt habe. Von, achso, hier sind ja sogar schon die Ruinen, ja, da wollte ich ja doch nicht ausgehen machen. Weil ich wahrscheinlich irgendwie das Icon da geändert habe, ne, von, zufälligerweise von dem großen Pfeil. Quasi, da habe ich ja dann quasi sozusagen einfach das Event für die Molotow-Cocktail rein platziert. Wahrscheinlich nicht. Ah ja. Kommen wir also tatsächlich hier rein. In den Molotow-Cocktail-Ruinen von Alt-Lobrand. Dieser Hebel lässt sich nur nach links drehen. Wie oft soll ich den Hebel drehen? Ja, wo soll ich halt wissen? Einmal nach links, zweimal nach links, dreimal nach links, alle guten Dinge sind drei. Oh, wieder haben wir denn da? Der liegt hier wohl schon etwas länger. Der schleppt bestimmt nur. Oh, was ist das? Ein Piece, 50 Gold. Das wird er sicherlich nicht vermissen. Das ist ja wohl unfassbar. Soll ich jetzt wieder zurücklegen? Ja, da gibt es nichts mehr. Notiz, Notiz. Ganz wichtig. Oh, diese Notiz. Na, wo ist sie? Hä? Jedenfalls nicht hier anscheinend. Ah, doch, da. Da steht... Zweimal... Oh. Aufschreiben. Zweimal rechts. Dreimal links. Dreimal links habe ich ja schon gemacht. Dreimal rechts. Einmal links. So, wunderbar. Diese Hebel lässt sich nur nach rechts drehen. Ja, einmal. Hier könnte ich eine Höhe reinstellen. Aha, aha. Nicht schlecht. Ich nehme an, hier auch. Aha. Aber cool, dass der Raum dann tatsächlich auch erhellt wird. Oh. Warte, dann bedeutet das vielleicht... okay. Dass ich wahrscheinlich hier erstmal zweimal nach rechts drehen muss. Oder komm, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Um auf Nummer sicher zu gehen. Zweimal. Dann hier dreimal nach links. Dann da nochmal dreimal nach rechts. Und dann noch einmal nach links. Und es passiert nichts. Und das ist nicht gut. Ich schaue nochmal in die Notiz, oder? Nicht, dass ich da falsch abgeschrieben habe oder so. Also, ist ja. Da. Zweimal rechts, ja. Dreimal links, ja. Dreimal rechts, ja. Und einmal links. Nochmal. Einmal. Dreimal rechts. Der geht aber auch so verfehlt zurück, der Schalter, komischerweise. Warum ging. Hä? Warum ging es jetzt? Oder habe ich da tatsächlich was falsch gemacht? Naja, sei es drum. So. Okay.
nehme an, beide müssen leuchten. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Aha! Perfekt. Also hier hat sich wirklich jemand viel Mühe gegeben, um etwas zu verstecken. Allerdings. Ich schätze, dass beide Schalter gleichzeitig gedrückt werden müssen, um Tore zu öffnen. Gut, ich benötige den rechten Schalter und du benötigst den linken. Und los. Aha. So, sprechen auf jeden Fall nochmal. Ich nehme an, dann geht es einfach wieder... Ja, daraus. Was ist das für eine Anlage? Eine Ultramaske? Was sind das? Ich denke, wir haben, was wir wollten, nichts hier raus hier, ehe alles zerfällt. Echt jetzt? Aber das ist doch nur so viel zu entdecken, oder nicht? Raus hier! Oh nein! Gabriele! Wie, und den anderen traust du nicht? Und den Gorn? Ja, okay, würde ich vielleicht auch nicht. Merbo, uns geht's gut. Wo seid ihr? Merbo, wir können hier unten nicht viel sehen. Du musst deinen Weg hier runterfinden. Und lass hier bitte nicht so viel Zeit, wir sind nicht alleine. Oh. Schnell! Auf die andere Seite. Ich weiß auch gar nicht, was diese Ultramaske bringen soll. Aber schon wieder so eine interessante Nebenquest auf jeden Fall. Schnell, geh da unten! Oh nein, es geht nicht! Inzwischen. Mein Nemesis, was ist das? Na, was bist du denn? Ein Minotaurus? Ah, keine Sorge, wir haben ja noch unsere allmächtigen Molotov-Cocktails. Die Jugendleit halt die Wunde des Min. Oh, das haben wir jetzt davon. Für den Molly. Oh nein. Ja Mensch, wozu haben wir denn die ganzen Mollys? Ja gut, wir können natürlich auch das einsetzen. Mal gucken. Oh, 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 oh. Ja gut, über 800 Schaden, okay, das ist tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Währenddessen. Ja, währenddessen. Was? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt sag doch mal. Okay, wahrscheinlich habe ich mit dem Schalter gerade einfach da irgendwas anderes wieder aktiviert. Auf der anderen Seite. Oh. Ja. So. Zwischen. Gleit halt immer. Och nee. Nicht sowas. Warum sind wir denn überlastet? Ja, komm. Ich will echt so lange kämpfen, bis ich dann Ausweg gefunden habe. Währenddessen. Ich weiß auch nicht, was ich sonst noch machen soll. Hier gibt's doch nichts mehr zu tun. Kann ich die beiden nicht einfach im Stich lassen? Nee, also da bin ich jetzt echt überfragt. Hä? Hier gibt's doch nichts mehr zu machen.
Und man muss echt so lange gegen ihn kämpfen, bis man es geschafft hat, wie es aussieht. Ich habe da auf beiden Seiten schon die Schalter aktiviert. Solange ich Mollys habe, mache ich das noch. Kann ich nicht speichern oder so? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Ja, da hat der Schalter so aktiviert. Da muss ich irgendwas machen, wenn ich das jetzt wieder deaktiviere. Passiert dann wieder was Neues? Ich weiß nicht. Also sonst wüsste ich echt nicht, was ich hier noch machen sollte. Oh, doch, weiß ich wohl. Nee, weiß ich nicht. Hä? Okay, doch, weiß ich wohl. Okay, jetzt da das Ding aufgegangen. Okay, dann verstehe ich das. Ja, das Problem ist, dass wir überlastet sind, ne? Das ist jetzt ein bisschen unschön. Komm, ein Molly geht noch. Ansonsten haben wir da ja noch die Perlen. So, dann muss ich definitiv dann auf der anderen Seite das machen. So, genau. So, jetzt ist doch bestimmt irgendwas passiert. Jawohl. Ja, okay, ich kann runter. Da ist doch noch was. Hier muss die dritte Blume rein. Schön, dass du es geschafft hast, Bernbo. Lass uns jetzt was erledigen. Endgültig. Und jetzt sind wir nicht mehr überlastet. Ah, hihi, du hast ein AP. Lächerlich. Oh. Wie wäre es denn mit ein normaler Angriff? Der schwerste Bosskampf aller Zeiten. So. Wunderbar. Jawohl! Was war das denn für ein Monster? Ich dachte wirklich, dass ich hier unten mein Grab finde. Wir sollten diesen Ort lieber verlassen. Wer weiß, welche Gestalt hier noch unterwegs sind. Ich habe eine antike Maske in dem Gewölbe bei den Ruinen gefunden. Dafür mussten wir fast unser Leben lassen. Jetzt wird es Zeit, den Lohn für dieses Artefakt einzufordern. Ja, einen Moment mal. Ich will auch noch diese Truhe öffnen. Ein Zauber dunkel, zwei alte Schriftrolle, 500 Gold. Naja, gut. So, aber jetzt können wir tatsächlich raus und, ja, das war definitiv wieder eine coole Nebenquest. Die auch hier wieder gut inszeniert wurde. Mit schönen Rätseln. Die technisch gut umgesetzt wurden. So, jetzt fliegen wir einfach nach Lorand. Ja, fordern dann unsere Lohn ein und dann war es das tatsächlich auch endgültig. Nicht nur mit dem Bonuspart, sondern dann auch. Dann lasse ich das Projekt Dragon of Destiny quasi tatsächlich endgültig hinter mir. Ja, natürlich ist er jetzt nicht da. Aber kein Problem. Wir spulen die Zeit einfach vor, weil wir es können. Na, wie sieht's aus? Bücher kaufen wegen dem Gewölbe. Ich denke, wir haben ein interessantes Artefakt finden können. Wirklich? Bitte lasst es mich sehen. Uralte Maske übergeben. Ach, uralt, ich habe vorhin Ultramaske gelesen. Ja, genau das hatte ich mir erhofft. Bitte nehmt diese als Dank. 300 Erfahrung, 500 Gold. Also, naja, also so sehr hat sich das dann doch nicht gelohnt. Eigentlich, oder? Na gut. Aber war trotzdem eine coole Nebenquest. Ja. Die Hauptgeschichte an sich haben wir ja sowieso abgeschlossen. Von daher. Ja. Was das dann wohl endgültig mit Dragon of Destiny, was mich jetzt angeht.
Damit hab ich dann jetzt wohl so die allerwichtigsten Sachen gesehen. Ich denke, alles kann man in einem Run sowieso nicht sehen, das ist klar. Allein schon wegen den ganz vielen unterschiedlichen Enden. Aber ich denke, wir haben doch das Allermeiste und das Allerwichtigste gesehen von dem Spiel. Und die wirklich guten Sachen. Von daher, ja, lasse ich das Projekt dann jetzt auch ruhen. Und, ja. War auf jeden Fall nochmal cool, hier reingeschaut zu haben. Gut, dann sehen wir uns, ja, wie immer zum nächsten Video wieder, wenn ihr denn mögt. Und bis es soweit ist, würde ich hier auch wie immer sagen, macht's gut, euer Bernbruder.